Nico, heute ist dein Glückstag. Erstens, Ron ist im Urlaub. Merkst du, wie ruhig das hier ist? Zweitens, Ron wollte jetzt eine seriöse Woche. Das heißt, eine Woche seriöse Videos ohne Ron. Soll ich nach Hause fahren? Nee, du sollst möglichst seriös wirken. Das kannst du vergessen. Wieso? Weil Carsten nicht da ist. Du bist ja auch seriös. Nee, das, wenn der nicht da ist, das färbt immer so ab. Aber du kannst ja seriös erzählen, was du machst. Ich schlag die Zeit tot. 1 bis 17 Uhr. Schlägst du echt die Zeit tot? Was machst du denn? Weißt du, es wird die Leute hier auch draußen mal interessieren, was du machst. Was ist mit dem Gerücht, dass du nie da bist? Ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe halt Baustellen, die ein bisschen weiter weg sind. Wo zum Beispiel? In Bad Harzburg habe ich eine Baustelle. Was macht ihr da? Trockenbau. Danke, Nico. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich dachte, ihr baut da ein Fußballstadion. Nee, sowas haben wir noch nicht gemacht. Kann man mal ausprobieren. Du bist nicht redselig heute, ne? Nee, ich habe auch ehrlich gesagt so nicht gut geschlafen. Warum? Weiß ich nicht. Ja, wenn Ron jetzt das Video auf dem Schiff sieht. Der guckt doch wohl nicht unsere, der hat nicht mal WLAN auf dem Schiff. Meinst du wirklich? Ja, habe ich schon was gehört. Was hast du denn gehört? Ja, dass er kein WLAN hat. Er sich aufgeregt? Weiß ich nicht. Von wem weißt du das denn? Von Björn. Björn weiß immer alles. Ist der auch im Urlaub? Der ist, glaube ich, mit Sandra ganz viel in Kontakt. Ach, die hat Die WLAN. hat WLAN, Und ja. Ron Ron nicht. nicht. Ja, wenn man die Frau den Urlaub buchen lässt, ne? Dass man dir alles aus der Nase ziehen muss, Nico. Ich dachte, du erzählst jetzt irgendwie was, was du so machst. Nee. Wie, nee? Betriebsgeheimnis. Ich erstelle gerade ein Angebot. Wie sind die Verhandlungen mit Mad Max? Nichts von gehört. Habt ihr Baugenehmigung? Ja. Ja, dann können wir ja anfangen morgen, oder nicht? Ja, für die Zuschauer da draußen, Nico muss Mad Max abhandeln, ne? Abhandeln, ja. Wie ist die Arbeit mit Mad Max? Entspannt bis jetzt. Wir sind aber auch noch nicht angefangen. Was hast du gesagt? Ich kann das auch alles machen. Wie, du kannst das alles? Du redest ja schon wie Ron. Guck mal, wir wollen jetzt. Scherz, nicht nur Carsten färbt ab. Ja, auch Ron. Guck mal, wir wollen eine seriöse Woche machen. Du redest einfach nicht. Damals, Da. die haben damals mal zu mir gesagt, die wollen noch einen jungen Bauleiter haben, den die ein bisschen formen können. Jetzt nehme ich von allen hier die ganzen schlechten Eigenschaften. Die Als sind ob jetzt so. immer meine Kaffeetaschen stehen, damit Marcel die wegräumen muss Was abends. sind denn deine schlechten Eigenschaften? Was sind die schlechten Eigenschaften der anderen? Du willst doch jetzt nicht, dass ich die alle in eine Pfanne hau. Ja, klar. Einen habe ich schon in eine Pfanne gehauen. Kaffeetassen stehen Kaffeetassen lassen. stehen lassen, Bin ja. ich das? Weißt du, warum da beim 17. Kreuz im Kalender ist? Nee. Weil Björn seine eigene Kaffeetasse da weggeräumt hat. Echt? Marcel hat gesagt, Nico, mach bitte eben ein Kreuz im Kalender. Björn lässt sie immer stehen. Ich lasse sie aber auch immer stehen. Ja, war ein Wunder. Wie, war ein Wunder? Du machst bestimmt zu Hause auch so. Jetzt haust du mich aber in eine Pfanne, Ja, alle in eine Pfanne hauen, einmal. Ich muss mir noch was für Carsten und Timo überlegen, das fällt ne? mir Was ist gar eine nicht mehr schlechte ein. Eigenschaft von Ron? Die Ron hat Aufklärung. keine schlechten Eigenschaften. Weil er dein Gehalt überweist. Aber du kannst mir ja einfach mal erzählen, wofür du hier zuständig bist. So ein bisschen seriös halt. Das weiß ich selber nicht so genau. Du bist Bauleiter. Ich bin Bauleiter, ja. Was hast du gelernt? Ich habe Dachdecker gelernt. Hast du einen Gesellenbrief? Ne, natürlich. Hast du einen Meisterbrief? Nee. Du hast aber einen Meister, ne? Nee, ich bin Techniker. Im? Hochbau. Ja, was machst du den ganzen Tag hier? Hab ich doch gerade gesagt, Zeit totschlagen. Du, ich fahr gleich noch wieder zur Baustelle. Da sind Björn und Timo jetzt auch. Welche Baustelle? In Detern. Das ist ja um die Ecke. Ja. Und das schlagt dir dann zu dritt die Zeit tot.
mit dem Monteur an, ja. Ich bringe einen Kaffee mit und dann machen wir Stuhlkreis. Also deine Motivation färbt richtig ab. Weißt du, du bist so unglaublich motiviert, Nico, dass ich mich gleich, glaube ich, ins Bett lege. Warum bist du überhaupt müde? Ich bin nicht müde. Hast du doch gerade gesagt. Ich bin ein bisschen gerädert von letzter Nacht. Was war da los? Nix. Ach so. Mach doch nicht über Udo auf die Nasenhaare. Ey, du hast keine Nasenhaare. Du hast schon wieder das erste Video versaut. Ich darf mir das von Ron wieder anhören. Seriöse Woche und du versaust es direkt. Ich verstehe das auch nicht. Ron hat extra letzte Woche Freitag noch gesagt, nächste Woche will ich seriöse Videos haben. Ja. Ja, jetzt ist Carsten nicht da. Ja, aber du, jeder kann doch hier seriös sein. Er hätte von mir direkt eine Ermahnung gekriegt. Nein, ich möchte, dass jetzt alle Zuschauer in die Videos schreiben, damit Ron das liest. Nico hat das erste seriöse Video ruiniert. Aber morgen bin ich einfach nicht mehr hier. Ja, das kann ich sowieso am besten. Das wär am besten. Morgen machen wir ein Video von dir. Morgen? Ja. Können wir nicht heute schon was aufnehmen? Nö, wieso? Kann ich auf diesem Wege einen neuen Stuhl bestellen? Geht das? Der riecht mich sowas von auf. Der fährt die ganze Zeit runter. Schön, dass du das endlich mal erkannt hast. Ich bin irgendwie das letzte Arschloch hier im Betrieb. Ne? Ich weiß auch nicht, wie das kann, aber ich bin nur im Stuhl hoch und runter fahren. Warum kriegst du denn so einen kaputten Stuhl? Ja, das letzte Arschloch kriegt alles hier. Nein, aber ich, also mal eine Bitte an Ron, wenn er das Video sieht im Urlaub. Lass ein bisschen Geld übrig oder was weiß ich, hol dir was von Wilke, ich brauche einen neuen Stuhl. Ich habe eine Idee. Ja, was denn? Willst du wirklich wissen? Erzähl. Da habe ich alles schon hinter mir, Wilke. Den habe ich auch schon getauscht. Ich hatte auch schon Chefsessel, aber da hängst du so drauf. Der hängt voll nach einer Seite, aber... Nee, den will ich auch nicht haben. Warum? Nikos hatte ich auch schon. Der ist auch scheiße. Dann geh doch einfach nach Hause, ich erlaube dir das. Bist du Chef? Ja. Ja, okay, dann machen wir das. Hier meinen ersten Tag als Chef euch zufriedenstellen. Ich tue ja schon alles für euch. Jetzt passt das hier nicht. Wir machen dann morgen ein Video von dir, ne? Muss nicht sein, ne? Doch, muss sein. Ron hat das gesagt, seriöse Woche. Wisst ihr aber, also wenn ich von dir die Zusage bekomme, neuer Stuhl für Marcel, Leder, Sitzheizung. Jetzt kannst du ja eben jetzt... Knopfdruck hoch und runter. Du kannst ja eine Aufforderung hier ein Video jetzt nochmal an Ron ablassen. Ron, der hat das schon verstanden. Du aber nicht. Das Geld muss von dir. Warum das denn? Ron hat mir erzählt, du hast so viel. Nein, aber ganz ehrlich. Warum werde ich immer auf Geld reduziert? Weiß ich auch nicht. Warum? Weil du das andere ja schon durch hast, alles bei dir. Die ganzen Reduzierungen. Ja, tut mir leid. Hör du auf zu lachen da hinten, Nico. Du hast die seriöse Woche schon ruiniert heute. Aber ich habe wenigstens einen heilen Stuhl. Du bist auch ein bisschen reduziert, ne? Ich habe ja schon versucht zu tauschen mit ihm, weil er wiegt ja nur ein Viertel von mir. Aber der Stuhl fährt bei ihm auch runter. Also das ist auch wieder Kacke. Ist er hintergekommen nach 2 Monaten? Oder liegt das an dir? Nein, ich hoffe nicht. Also bei Ron fährt er nicht runter. Nein, alles gut. Ich bin ganz glücklich, also alles fein. Neuer Stuhl, fertig. Soll ich das jetzt sagen, oder? Sag das. Und morgen im Video stellen wir einen neuen Antrag.